ich habe mir gedacht, ich erzähle euch mal ein bisschen was zu meinem Forschungsthema. Also wie ihr vielleicht wisst, bin ich in der theoretischen Chemie. Das heißt, konkret beschäftige ich mich mit mehr oder weniger der Entwicklung von neuen Modellen und damit auch der Entwicklung von wissenschaftlicher Software, die man dann im Endeffekt anwendet, um diverse Dinge damit zu machen. Und was wir, also was die Leute in meine Software, unsere Software dann anwenden, machen, das nennt sich elektronische Antworten. Und mehr oder weniger darum soll es jetzt im Vortrag für ein paar Minuten sehen, wie lange ich brauchen werde, hängt auch ein bisschen davon ab, was ihr wissen wollt. Wie man den Vortrag gehen soll. Vielleicht mal ganz am Anfang, Elektronenstrukturtheorie, die Idee dahinter ist, dass viele Stoffe, die Eigenschaften vieler Stoffe, man dadurch verstehen kann, dass man versteht, wie Elektronen in den Stoffen sich verhalten. Ja, also ich meine, die ganz offensichtlichen Dinge sind natürlich Halbleitertechnik, alle Arten von elektrischen Dingen, elektrischen Objekten. Warum glänzen, warum leiten Metalle? All diese Fragen sind Fragen, die prinzipiell durch die elektronische Struktur der Stoffe erklärt werden kann. Und zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt wieder an Halbleitertechnik denken, warum Stoffe Halbleiter werden, das ist auch ein elektronisches Problem. Das kann eigentlich die Elektronenstrukturtheorie auch erklären. Und ganz konkret, mein Arbeitskreis beschäftigt sich tatsächlich mit sogenannten angeregten Zuständen. Das heißt konkret eben, was passiert mit der elektronischen Struktur, wenn ich zum Beispiel Licht oder irgendwelche anderen physikalischen Einflüsse auf dieses Objekt habe. Also genau das, was beispielsweise bei einem Objekt ist. Und wir haben auch Leute bei uns im Arbeitskreis, die Rechnungen machen, die also Grundlagenforschung machen für das Verständnis von Photozellen. Genau, um das halt besser zu verstehen. Genau, also Elektronenstrukturtheorie, die ganzen prinzipiellen Eigenschaften, die man von so einer elektronischen Struktur wissen will, sind natürlich, das ist ein Problem der Quantenmechanik. Das heißt also, im Endeffekt, auf was Elektronenstruktur letztendlich zurückgeht, ist die Anwendung von Quantenmechanik auf das prinzipielle chemische Problem der Elektronenstruktur. Dafür vielleicht zunächst mal, also die eine der fundamentalen Gleichungen der Quantenmechanik, das, was wir als Anfangspunkt immer benutzen, um mit unseren Überlegungen zu starten, ist die Schrödingergleichung. Also jeder von euch hat bestimmt schon mal irgendwie irgendwo gesehen, ja, hat diese relativ, also es gibt verschiedene Versionen davon. Die ich jetzt hier mal verwenden würde, ist diese. Ja, das ist die sogenannte zeitunabhängige. Zeitunabhängig bedeutet, an der Stelle hat man eigentlich, geht man schon davon aus, dass diese komischen Dinger hier alle einmal statisch da sind und sich nicht mehr verändern. Was sind diese einzelnen Symbole? Konkret, das hier ist der sogenannte Hamilton, der im Prinzip alle Informationen zu einem System enthält. Also es ist im weitesten Sinne, wenn man von der klassischen Überlegung her kommt, oder wenn man, ja eigentlich, sagt, machen wir es am Beispiel, wenn man sich überlegt, ich habe ein Molekül, ja, also irgendeine Struktur, ich sage das einfach mal, dieses Ding hier, dann gibt es zwischen den einzelnen Teilchen, die in so einer Struktur drinstecken, Abhängigkeiten. Ja, also hier haben wir einzelne Kerne in den Atomen, um die Atome schwirrt eine unterschiedliche Anzahl von Elektronenkupplungen. Elektronen stoßen einander ab. Elektronen werden zu den positiv geladenen Kernen angezogen und die Kerne untereinander stoßen einander eben auch ab. Und im Prinzip all diese Informationen, welche Kräfte auf die Elektronen wirken, also auf die einzelnen Teilchen wirken, welche Kräfte da miteinander sie in Wechselwirkung haben und zusätzlich auch die Geschwindigkeit, die spielt auch eine entscheidende Rolle, all diese Informationen stecken im Prinzip in diesem Kern. Das heißt, wenn ich das Ding hier, also wenn ich mein Molekül kenne, wenn ich die Struktur des Moleküls kenne, kann ich mir überlegen, wie das Ding hier aussieht und habe somit den Anfangspunkt für alle meine Berechnungen im Endeffekt. Das Ding hier ist dieses Psi, ist die sogenannte Wellenfunktion oder der Zustand. Die Idee dahinter ist, dass so ein Objekt, also so ein Molekül beispielsweise, abhängig von also so ein Molekül, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man es aufbauen kann, einfach gesagt. Ja. Also Elektronen müssen
nicht unbedingt immer fest an einer Stelle sein. Sie müssen nicht unbedingt immer in einer gewissen Verteilung sein, sondern eben durch die Einwirkung von Licht beispielsweise kann ich diese elektronische Struktur verändern. Und welche elektronischen Strukturen zur Verfügung stehen, das sind im Prinzip diese einzelnen Zustände. Also, genau. Und jeder dieser Zustände wird über dieses Ding, was durch die Struktur der Moleküle festgelegt wird, wird jedem dieser einzelnen Zustände eine Energie, das ist dieses E hier zugeordnet. Also die Idee dahinter ist im Endeffekt, ich wende diese Vorstellung von meinem System auf den Zustand, in dem mein System ist, an und bekomme dann eben diese entscheidende Information der Energie. Wichtig, also interessant an der Geschichte ist, Energie ist ein fiktives Konzept. Also man redet darüber, aber rein prinzipiell, was Energie ist, ist einfach nur ein Modell, was die Physik eingeführt hat, um diverse Dinge zu verstehen. Ja? Man hat eben herausgefunden, durch verschiedene Überlegungen, dass schon klassische Überlegungen, dass man sich so eine Energie eben definieren kann über die Eigenschaften der Teilchen und dass, wenn man sie auf die Art und Weise, wie man sie normalerweise sich überlegt und definiert, dass dann eine niedrige Energie prinzipiell das ist, nach dem alle Welt strebt. Also grob gesagt. Ja? Also im Prinzip, Energie ist eine physikalische Quantität, eine physikalische Eigenschaft, die wir irgendwie definiert haben. Und je geringer die Energie, desto besser sozusagen. Ja? Aber das ist rein fiktiv. Wir haben das jetzt einfach nur so überlegt. Wir hätten da auch sagen können, die Energie muss maximiert werden, wenn irgendwann irgendwer sich mal in der Geschichte der Physik anzieht. Aber rein prinzipiell, das Ding muss also möglichst klein werden. Ne? Das ist die prinzipielle Aufgabe, die wir jetzt haben, um eine stabile elektronische Struktur zu finden, ist, dieses Ding hier zu lösen, und zwar so zu lösen, dass die Energie möglichst klein ist. Denn wie sich nämlich zeigt, für diese Eigenwertgleichung, weil nichts anderes ist das, wir haben hier irgendeine Art Operator, irgendein Ding, was angewendet wird, und wir bekommen dasselbe Ding wieder, denselben Zustand wieder multipliziert mit dieser Zahl. Das ist eine Eigenwertgleichung. Ja? Und genau, in dieser Eigenwertgleichung kann man eben verschiedene Lösungen verfinden, das sind eben diese einzelnen Zustände. Und den Zustand, an dem wir interessiert sind, das ist das Minimum. Jetzt gibt es von der Quantenmechanik her noch ein paar weitere Voraussetzungen, die wir einfach brauchen, die einfach gegeben sein müssen. Und diese Voraussetzungen sind unter anderem die sogenannte Austauschrelation. Also wenn ihr euch überlegt, hier sind verschiedene Teilchen gegeben, sagen wir mal verschiedene Elektronen. Wenn ich mir also überlege, dieser Zustand hier, wie ich sagte, dieser Zustand beschreibt eine gewisse Verteilung der Teilchen in dieses Moleküls. Das heißt also, was der Zustand benötigt, um mir irgendeinen fiktiven Wert zurückzugeben, ist insbesondere die Koordinaten von Teilchen, von der Teilchen. Also ich mache das jetzt mal piktografisch so, dass ich sage, okay, RH1, RH2 beispielsweise und so weiter. All diese Koordinaten hier spielen eine Rolle. Und neben den ganzen Atomkernen natürlich auch alle Elektronen. Ja, das sind auch noch Elektronen. Der entscheidende Punkt an der Geschichte ist, dadurch, dass ich den Dingern hier Namen gegeben habe, habe ich was getan, was die Physik mir nicht hergibt. Denn rein von der Physik her ist dieses Elektron und dieses Elektron hier gleichbedeutend. Ich habe sie aber unterschiedlich gemacht, dadurch, dass ich ihnen gesagt habe, das ist das Erste und das ist das Zweite. Und um das wieder rauszurechnen, brauche ich eben eine zusätzliche Eigenschaft, die ich von dieser Wellenfunktion hier fordern muss. Und das ist im weitesten Sinne, dass immer genau dann, wenn ich die Nummerierung der Teilchen tausche, immer zwei Nummerierungen tausche, dass ich hier ein negatives Zeichen bekomme. Ne? Also im Prinzip, wenn ich sage, ich tausche jetzt hier mal diese beiden Elektronen, lasse den Rest gleich, mache hier E2, E1, dann ist das gleiche Ding wie vorher, nur hier negativ. Das ist eine Art Symmetrieeigenschaft, die ich einfach intrinsisch habe. Diese Symmetrieeigenschaft, zusammen mit der Überlegung, dass ich
denjenigen Zustand finden möchte, der die geringste Energie hat, führt zu einem also führt zu verschiedenen Ansätzen, um dieses Ganze hier zu vereinfachen. Bevor ich dazu komme, muss ich aber noch einen weiteren Aspekt erklären, fällt mir gerade ein. Und zwar der Punkt ist, dass die Atomkerne deutlich schwerer sind als die Elektronen, ne, einfach von der Masse her. Das bedeutet, die Bewegung der Atomkerne ist verhältnismäßig vernachlässigbar gegenüber der Bewegung der Elektronen. Ja, das ist und das führt dazu, dass man diese Gleichung hier einfach vereinfacht, mehr oder weniger, indem man sagt, okay, ich habe diese komplexe Wellenfunktion, ja, diesen komplexen Zustand, der sowohl von den Koordinaten der Atomkerne als auch von den Koordinaten der Elektronen abhängt, und teile den einfach mal auf, ja, in einen Ansatz, dass ich einmal eine Funktion habe, die eben nur von den Atomkernen abhängt, und einmal eine Funktion habe, die nur von den Elektronen abhängt. Und so weiter. Ja. Einfach gesagt. Genau. Das ist einfach ein Ansatz, den ich mache, und es zeigt sich, dass der für die allermeisten Fälle funktioniert. Das ist die sogenannte Bordordnung. Genau, und wenn ich jetzt diese ganzen Dinge hier überlege, fällt mir auch auf, dass diese Vertauschung der beiden Teilchen, insbesondere in jedem der beiden Einzelfunktionen, ebenfalls gelten muss. Ja? Das heißt also, auch hier, wenn ich zwei Namen von Teilchen vertausche, brauche ich wieder ein negatives Vorzeichen. Und was wir da machen, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, ist, wir nehmen einfach an, dass so ein Phi E mit den einfachen Phi 1, dass ich mir da nochmal einfacher machen kann und sage, okay, ich erkläre gleich, was das ist. Ich zerlege das und so weiter. Ich zerlege das im Prinzip zunächst mal in ein Produkt aus Einzelfunktionen, die jeweils mehr oder weniger gleich sind. Und dann zusätzlich ein Operator, der genau dafür sorgt, dass diese Vertauschung funktioniert. Und das ist eine Vereinfachung deshalb, weil es prinzipiell auch noch andere Möglichkeiten gibt, das anzubringen. Und vor allem insbesondere kann ich mehrere von diesen anderen Möglichkeiten prinzipiell auch linear kombinieren. Ich nehme aber an, dass eine einzige ausreicht. Und das ist die sogenannte Hartree-Fock-Näherung, nur um den Namen mal zu nennen. Das ist also die Vorstellung, dass man für diesen elektronischen Teil nur eine einzelne Kombination aus diesem Produkt, das antisymmetrisch gemacht wurde, ausreicht. Ja, wo also entsprechend das negative Vorzeichen dazukommt, wenn ich zwei Elektronen wieder vertausche. Genau. Und wenn ich diesen Ansatz da oben jetzt reinschmeiße und dann die Minimierung nach der Energie durchführe, dann komme ich auf ein System an Gleichungen, was deutlich einfacher zu lösen ist. Und das gibt mir im Endeffekt die Gleichung, die ich lösen möchte. Wichtig bei der Geschichte ist, dass diese einzelnen Phis hier, also die für die einzelnen Elektronen rauskommen, dass die tatsächlich eine ziemlich wichtige Bedeutung haben. Und es gibt ein Theorem, wo man zeigen kann, dass diese einzelnen Phis genau die Energie, also dass die prinzipiell genau die Energiemenge sind, die ich brauche, um von einem Zustand in einen anderen Zustand zu kommen. Das ist nicht so ganz offensichtlich, aber es ist trotzdem so. Das heißt also, der Vorteil ist, wenn ich diese Rechnung durchgeführt habe, habe diese einzelnen Kisten bestimmt, dann weiß ich also zum Beispiel, also weiß ich relativ viel über die Eigenschaften meines Systems in Bezug auf beispielsweise die Absorption von Licht. Jetzt vielleicht mal nur ein kleines grober Überblick. Aber im Prinzip, das ist genau die Idee. Und womit ich mich beschäftige, ist halt genau eine neue Methode zu finden, um diese Dinge hier auszurechnen. Darum geht's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war verständlich. Habt ihr noch irgendwelche Fragen?
Ihnen ist doch wahrscheinlich interessant, andersrum abzugehen. Also man will bei einer bestimmten Wellenlänge absorbieren zum Beispiel, bei einem Fluoreszenzfarbstoff oder was ähnliches. Und dann will man quasi die Struktur wissen, wie man synthetisieren muss oder wie es aussehen könnte, wie man da geht es dann auch, oder? Das Problem, also ja, das ist interessant. Aber das Problem an der Sache ist, man kann sich relativ einfach überlegen, also die Chemie bietet dir extrem viele Möglichkeiten. Also wenn du alleine mal C und H nimmst, die Möglichkeit, also die Menge an Molekülen, die du damit aufbauen kannst, ist immens. Heißt also, wenn du ein vorgegebenes Molekül hast und möchtest jetzt das so verändern, dass es diverse andere Eigenschaften erfüllt, ist der Raum, der chemische Raum, sag ich mal, den du absuchen musst, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, einfach immens riesig. Das heißt, de facto kann man das nicht einfach ausrechnen, das funktioniert. Was man macht allerdings, ist, man macht eine Mischung aus Theorie und chemischer Intuition. Das heißt, man weiß mehr oder weniger, okay, ich habe jetzt 5 Moleküle gerechnet. Ich weiß, bei all den 5 Molekülen, wenn ich jetzt hier das H ersetze durch ein CH3 beispielsweise, verändert sich mein Spektrum so und so. Also gehe ich davon aus, dass bei Molekülen, die ähnlich aussehen, der gleiche Effekt auftritt. Also mache ich genau diese Geschichte. Ich mache eine Rechnung, versuche daher irgendwelche groben, allgemeinen, intuitiven Gesetzmäßigkeiten mir zu überlegen und wende das dann auf neue Moleküle an. Also eine Chemie ist sehr viel immer noch mit Intuition und sehr viele Dinge, die sehr wenig Empirik haben. Es gibt ein ganz interessantes Projekt von einem Forscher aus den USA, der ganz, ganz günstige quantenchemische Methoden verwendet. Das ist noch günstiger als das, was ich jetzt hier skizziert habe. Der rechnet im Prinzip diese einzelnen Orbitale nur approximiert aus. Ja? Der quasi eine Oculus Swift tatsächlich verwendet. Dieses Molekül dahin projiziert und der Leute mit Hilfe der Oculus Swift an einzelnen Atomen ziehen lässt und einzelne, also wie in einem virtuellen Baukasten, einzelne Atome und Moleküle dazu bauen lässt. Und er ersetzt sozusagen die Kraft, die man braucht, um an den einzelnen Atomen zu ziehen. Also ersetzt das quasi, diese Energieabhängigkeit setzt er um in Kraft, die man braucht, um den einzelnen Atomen zu ziehen. Also er versucht ein bisschen diese Intuition mit Chemie, also diese chemische Intuition mit tatsächlichen Rechnungen zu verbinden. Sowas gibt es schon, aber so wirklich 100% Vorausberechnung ist es nicht. War noch wahr? Muss denn der wirklich Aufwand hoch, also wenn zum Beispiel dieses Ethen-Molekül, wenn man da jetzt das Absorptionsspektrum wissen möchte, ist das ein großer Aufwand? Nein, das macht nein. Das rechne ich dir auf meinem Laptop in 10 Minuten. Okay. Weniger als 10 Minuten. Und steigt es dann linear oder wie steigt der Rechenaufwand? Das kommt sehr stark darauf an, was für eine Methode du hast. Also diese Methode, die ich da jetzt skizziert habe, die sogenannte Hartree-Fock-Methode, da gibt es einen Schritt, das ist der Diagonalisierungsschritt, der skaliert mit NO3. Der Punkt ist aber, dass es spezielle Kontraktionstechniken, also was da passiert ist, im Endeffekt kriegt man eine Algebra und kriegt eine Matrix und die möchte ich halt diagonalisieren. Ja, also diese Eigenwertgleichung, die hier in Form von diesem Operator und den einzelnen Zuständen geschrieben wird, die kann ich natürlich auch nochmal schreiben in Form von Matrix und Vektor. Ja? Genau. Und an der Stelle, der Diagonalisierungsschritt, da kann man, wenn man die Matrix geschickt aufbaut, tatsächlich eine lineare Skalierung erreichen. Das heißt, de facto stimmt das nicht, es skaliert nicht wirklich linear, es skaliert immer noch NO3, aber man kann die Präfaktoren im Prinzip ein bisschen herschieben, sodass dann im Endeffekt eine lineare Skalierung ausgeht. Man muss auch fairerweise sagen, Hartree-Fock ist nicht gerade die beste Methode. Das ist eine Methode, die stammt aus den 40ern. Also da ist man heute schon weiter, aber die Standardmethoden, die man hat, sind alle linear skaliert, die man wirklich heutzutage im großen Stil braucht und anwendet, die skalieren. Weil anders da kann man Enzyme und größere Moleküle nicht rechnen. Aber sowas wie Ethen ist es eigentlich gar nicht. Sehr klein. Moleküle, wo man heute hinschaut, so 1000 Atome, das ist so das, wo es anfängt mit normalen Quantenmechanischen Strukturen. Das ist so die große Ordnung.
noch Fragen? Dankeschön. Gut. Dann vielen Dank.